Hallo ihr Lieben, heute wieder ein veganer Futter für euch. Ich war wieder bei Penny einkaufen, beziehungsweise wir waren wieder bei Penny einkaufen und die Sachen zeige ich euch. Wie seit den letzten 7-8 Mal gefühlt, zeige ich euch jetzt nicht nur die veganen Lebensmittel, sondern auch die Sachen, die wir sonst so mitnehmen, wie zum Beispiel Toilettenpapier und so weiter, weil sich das ja einige schon lange gewünscht haben. Also, wir haben einmal Toilettenpapier mitgenommen von der Penny Eigenmarke. Ist immer genau das gleiche. Wir nehmen da immer dieses blaue mit. Was ist das? Zweilagig? Dreilagig? Ich habe gar keine Ahnung. Ist das dreilagig? Ja, dreilagig. Also immer das blaue. Dann Küchenrolle nehmen wir auch immer die gleiche mit. Außer es gibt einen größeren Pack, was günstiger wäre im Angebot. Dann nehmen wir auch oft so ein Vierer, das ist ja ein Viererpack, so ein Achterpack oder was das ist mit. Je nachdem. So, also diese zwei Sachen. Dann durften von Barilla wieder Spaghetti mit. Ich schreibe mir immer die Sachen auf, aber wenn ich eine Packung Spaghetti verwende, kommt beim nächsten Einkauf wieder eine Packung Spaghetti mit. Dann habe ich Pfefferkörner für die Pfeffermühle benötigt wieder. Geht auch super schnell leer, so Pfefferkörner. Einen Glasreiniger, auch wie immer der gleiche. Also wie gesagt, die Haushaltsartikel sind eigentlich immer die gleichen, die wir so mitnehmen, bis auf ein paar Ausnahmen. Dann habe ich Äpfel mitgenommen. Da, so. Diese hier, einfach so schöne rote Schneewittchen-Äpfel, nenne ich sie mal. Und da habe ich jetzt wieder ein leckeres Apfelrezept vor. Müsste auch schon online sein. Ja, ich verlinke euch unten einfach mal die ganzen Apfelrezepte, die ich schon gemacht habe. Zig Apfelkuchen in verschiedenen Varianten mit Streuseln, mit Vanillepudding, mit Apfelrhabarber und so weiter. Zimtschnecken, Apfeltaschen, alles Mögliche. Also schaut das sehr gerne unten mal vorbei. Und jetzt kommt ein neues Rezept, nämlich wieder online. Dann einmal Soja-Cousine. Sowie etwas, ja, da haben wir jetzt mal was mitgenommen. Zweimal so schöne Bettwäsche. Ja, und zwar ist das Bettwäsche mit Reißverschluss. Das ist Bio-Baumwolle. Was steht da hinten drauf? Genau, Bio-Baumwolle aus Afrika. Hier. Und ja, fand ich recht schön mit dem Blau. Ihr seht ja, wie das hier vorne so aussieht. Das ist so ein Wendeding. Irgendwie hat es auf der anderen Seite dann noch was Graues dabei. Und ja, hier ist pro Packung ein Kissenbezug und ein Deckenbezug dabei. Also das durfte zweimal mit. Fand ich sehr schön. Ich habe schon öfter schöne Bettwäsche bei Penny gesehen. Aber jedes Mal ist das so, dass sie nur so ein paar da haben, natürlich am Stückzahl. Und meistens dann nur noch eine Packung. Und nicht mehr zwei, deswegen steht das schon lange auf der Liste, wenn die mal wieder so schöne Sachen haben. Ist ja immer Geschmackssache, aber ich fand das jetzt schön mit dem Muster, weil bei unserer Bettwäsche ist nämlich bei beiden der Reißverschluss komplett hinüber, also völlig kaputt. Bei der anderen mit den Knöpfen sind auch schon ganz viele Knöpfe ab, die könnte man natürlich wieder dran nähen, das ist logisch. Aber auch so ist der Stoff schon ganz ausgewaschen und nicht mehr so schön. Deswegen freue ich mich sehr und bin gespannt, wie das jetzt dann, wenn es gewaschen ist, aussieht. Dann habe ich dreimal gemahlene Haselnüsse wieder mitgenommen, weil ich nämlich festgestellt habe, ich habe gar keine einzige Packung mehr auf Reserve. Ich habe noch 5 Tüten gemahlene Mandeln, ich habe noch gemahlenen Mohn und so weiter, aber keine gemahlenen Haselnüsse. Deswegen 3 Packungen. Dann einmal Bio-Zitronen natürlich wieder. Und ich muss gestehen, ich hatte auch, wie immer, ihr kennt es ja, Bio-Zitronen und ein Glas Peperoni. Ich hatte natürlich auch ein Glas Peperoni dabei, aber das habe ich gestern verwendet, weil ich gestern Abend noch, der Einkauf ist von gestern Abend, und ich habe gestern Mittag noch einen frischen Pizzateig gemacht und am Abend natürlich damit die Pizza belegt mit dem Glas Peperoni. Ja, dann Wattepads durften auch wieder mit, so wie Tomaten. Leider hatten die schon wieder nur diese Tomaten hier, also diese Cherry-Risten-Tomaten. Ich nehme ja sonst immer diese Bio-Tomaten in der Grasverpackung mit. Vor allem schmecken die auch viel besser vom Geschmack und die sind halt jetzt nicht immer so gut. Da habe ich schon öfter eine Packung gehabt, also von denen hier, die dann so wässrig schmecken. Und ich hoffe, dass ich hier mal wieder Glück habe und die ein bisschen Geschmack haben. Dann habe ich von Food for Future wieder den veganen Frischkäse mitgenommen, also so diese Frischcreme mit Gartenkräuter. Einen Wodka. Der war sogar auch im Angebot. Der ist nicht so zum Trinken, sondern da habe ich auch ein tolles Rezept vor. Und wird noch nicht online sein, wenn ihr den Food Hall seht, denke ich. Aber ja, mit dem ganzen Wodka habe ich ein Rezept vor. Ja, und da war irgendwie im Angebot statt 8 Euro, irgendwie nur 5 oder 6 Euro, statt 8,99 irgendwie sowas. Ihr seht es ja jetzt hier.
Also ein Schnäppchen. Genauso wie Rum habe ich mitgenommen. Den hier ist auch der billigste einfach. Und ihr seht vielleicht, ich habe schon was verwendet, weil ich habe heute Mittag schon gebacken. Dafür habe ich mich auch den Rum benötigt. Ja, und was habe ich hier jetzt noch? Dann habe ich hier noch von Ostmann Kräuter der Provence. Ist mir nämlich jetzt auch ausgegangen. Deswegen, ja, auch der musste wieder mit oder durfte mit. Und zu guter Letzt noch von Food for Future. Und ich habe den letzten ergattert. Einen veganen Feta. Ja, also diesen veganen Hirtenkäse. Ja, Schafkäse, wie auch immer, in vegan. Und den kann ich nur empfehlen. Der ist so lecker. Ich verlinke euch in der Infobox mal ein paar Rezepte, wo man Feta, also veganen Feta, reinmachen kann. Und ich muss euch sagen, probiert den unbedingt mal aus. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, und das waren jetzt auch schon alle Sachen. Also nicht sehr viele, nur ein paar, die wir so aufgeschrieben haben. Und ich hoffe, euch hat der Food heute trotzdem gefallen. Lasst mir sehr gerne ein Abo da, wenn es so ist. Schaut unten bei den Rezepten vorbei. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.